Heute ist ein Päckchen gekommen. Ich habe bei EMP bestellt. Und mal schauen, ob alles lieferbar war. Oh, ich sehe schon. Einmal ein wunderschönes Shirt von den Turtles. Mega cool. Bei EMP ist es cool, die haben für Männer und Frauen Shirts. Das ist von der Passform halt einfach besser. Mega cool. Und das fühlt sich auch richtig gut an. Die Turtles. Super geil, jetzt mit den ganzen Prozenten und Rabatten. Einmal das Turtle-Logo. Cool. Das haben wir einmal. Das ist nicht für mich. Und hier müsste meine wunderschöne Tasse sein. Mal gucken, ob die auch drin steckt. Wir sehen schon hier das Logo. Mal gucken. Es ist nicht so einfach mit den Größen. Und da ist die wunderschöne Tasse. Die hat auch eine wunderschöne Größe. Ja. Und es ist wie Metall halt. Hört man das? Mega cool. Ich habe die gesehen und dachte mir, hey, so Keramik und so, das hast du schon ein paar Mal. Aber die habe ich noch nicht. Sie hat eine wunderschöne Größe. Hat eine wunderschöne Passform. Mit dem Logo auf beiden Seiten. Richtig cool. So ein richtiges, ein bisschen Retro-Design, finde ich. Muss mal gucken, wie man die reinigen kann. Ob die überhaupt spülmaschinenfest ist. Müssen wir gucken, wo das steht. Sehr schick. Coole Tasse, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch eine Fortnite-Figur. Ah, da haben wir noch was Schönes. Moment. Muss mal schauen, was da alles drin steckt. So, die Rechnung braucht ihr nicht. Wir haben einen Sticker bekommen. Sticker sind immer cool. Dann schenken die 6,99 € einen Code. Cool. Und dann meine Tasse. Noch cooler. Dann die wunderschöne Fortnite-Figur. Noch eine Fortnite-Figur. Ist das nicht mega cool? Es ist wieder ein Hase, ja. Komischerweise, aber das sieht irgendwie so cool aus, dieser Look. Und vor allem hier diese kleine, sieht man das so? Kleines Maskottchen hier irgendwie. Super cool. Das Gesicht und da, ja, so das ganze Outfit dachte ich mir, hey, das ist eine richtig coole Actionfigur. Und die musst du haben, obwohl gestern habe ich meine Actionfiguren von Fortnite gezählt. Ich habe ja erst 13 Stück. Ich dachte, es sind viel, viel mehr. Und das ist die Sammlung von McFallen. Jetzt sehe ich, es gibt auch eine Banane von McFallen. Meine Banane ist etwas kleiner, weil sie von der Firma Jessware ist. Da muss ich mich gleich mal auf die Suche machen. Der hier übrigens, den will ich auch haben. Der ist voll cool. Die Banane will ich von McFallen haben. Ja, den habe ich schon. Und die anderen sind so, könnten dazukommen, müssten jetzt nicht unbedingt dazukommen. Aber der Hase, das. Also, toller Style, so designmäßig. Mega cool. Ich mag die Fortnite-Figuren von McFallen richtig gut. Die gefallen mir richtig gut. Die mag ich mega mäßig sehr. Also, cool, cool, cool. So, dann haben wir hier, das ist mal eine richtig tolle Sache, wir haben einen Kalender bekommen von EMP. Cool. Und ich liebe diese mega großen Big-Kalender, weil da kannst du alles schön übersichtlich eintragen. Und dieses Jahr von EMP, ach cool, auf der anderen Seite, weil du wohl nicht den Kalender nutzt, ne? Ah, das ist ja cool, dann hast du so ein Poster. Das muss ich mal hier komplett hinlegen und euch mal zeigen. Das ist ja, also das ist eine richtig tolle Idee. Hier,
Da hat man so ein Poster oder halt, drehen wir es um, oder den mega großen Kalender. Und ich liebe diesen mega großen Kalender. Ich hole mir immer einen großen Kalender. Dieses Jahr habe ich noch keins. Also jetzt habe ich eins. Ich habe noch keins mir geholt gehabt. Als wenn ich es geahnt hätte. Das ist ja mega cool. Also wirklich, ich bin beeindruckt. Ja, das ist meine Bestellung. Mein Turtle-T-Shirt. Da freue ich mich mega drauf. Dann werde ich gar nicht viel Zeit schleifen lassen. Erstmal mein T-Shirt anprobieren, dann die wunderschöne. Nee, andersrum. Ich mache mir erstmal einen Kaffee, dann ziehe ich das T-Shirt an und dann packe ich die Figuren. Und während ich die Figuren packe, nein, während ich den Kaffee trinke, hänge ich den, den Kalender auf. Also über den freue ich mich wirklich sehr. Ich freue mich auch über Stickers. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn hinpappe. Aber ich finde irgendwie immer einen Ort. Komischerweise. Und dann wird der gleich geöffnet. Und zu den anderen hingestellt. Der hätte gestern kommen müssen. Da habe ich alle mal zusammengestellt, weil einfach mal zu gucken, wem ich da schon habe und wie viele ich habe. Weil wenn man so einzelne Videos macht, dann hat man irgendwann auch keinen Überblick. Das ist auch mega cool. Okay, das war es erstmal. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Und dann warten wir auf das nächste Video mit wieder Fortnite. Es ist eigentlich immer abwechselnd. Batman, Fortnite, Turtles. Oder Warhammer noch. Mal gucken. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.